Ich bete nochmal mit uns. Ja, würdig und herrlich bist du, Herr Jesus Christus, und wir preisen dich, wir beten dich an und wir bitten dich, dass du diese Herrlichkeit, diese Schönheit jetzt unter uns sichtbar werden lässt durch dein Wort. Die Predigt richtet sich an Domi ganz speziell, aber das, was du ja von Leitern erwartest, das erwartest du von jedem Christen, auch wenn Leiter vielleicht in einer besonderen Verantwortung dort stehen und vielleicht auch ihr Versagen größeren Schaden anrichtet. So sind auch all die Voraussetzungen an Ältestenschaft und die vielen anderen Dinge in deinem Wort für jeden Christen gedacht. Und so schenke, dass du jedes Herz öffnest, deinen guten Heiligen Geist sendest und dass wir ein Stück weit ermutigt, verändert uns auch mehr in dich verlieben, dass wir ja als andere Menschen diesen Raum verlassen, als wir ihn betreten haben. Bitten dich um dein mächtiges Wirken. Amen. Ich habe mir, der Pointer geht noch nicht, der Präsenter. Jetzt? Ja. Ich habe mir in der Vorbereitung der Predigt Gedanken gemacht, welche Eigenschaften und welche Charakterzüge einen Pastor, einen Leiter einer Gemeinde, welche für ihn wichtig sind. Und man könnte hier theoretisch Dutzende von Eigenschaften nennen. Ich könnte mit euch die Voraussetzungen an Ältestenschaft durchgehen aus 1. Timotheus 3. Ich könnte mit euch Titus 1 anschauen. Ich könnte mit euch Galater 5 anschauen. Die Früchte des Heiligen Geistes sind alles ganz wichtige Eigenschaften, ganz wichtige Wesenszüge für einen Leiter. Ich habe aber heute Folgendes gemacht. Ich habe mir einfach selber Gedanken gemacht und aus meiner langen Karriere als Ältester dieser Gemeinde, also ist nicht wirklich lang, mir überlegt, was mir wichtig ist, Dominik mitzugeben. Manche Dinge sind absolut grundlegend, ja, das Einmaleins des Christseins, aber wir müssen immer wieder daran erinnert werden, immer wieder ermutigt werden, dort voranzugehen. Und ich habe 7 Punkte ausgesucht, die ich dir mitgeben will, Dominik, aber diese 7 Punkte sind auch für uns alle gedacht, wie ich das eben schon im Gebet formuliert habe. Die ersten 2 Punkte sind sehr grundlegend, und zwar das erste ist, wachse beständig in der Liebe zu Gottes Wort. Wachse beständig in der Liebe zu Gottes Wort. Ich hoffe, Domi, du bist nicht müde. Ich hoffe, ihr seid nicht müde, diese Ermutigung zu hören. Ich bin immer traurig über Christen, wenn man denen irgendwie die an die Bibel erinnert, an die Liebe zur Bibel erinnert und die sagen dann, oh, schon wieder, das kenne ich doch, das habe ich doch gehört. Das sind doch die, die das am meisten brauchen und die am wenigsten Liebe zur Schrift haben. Weil wer die Bibel kennt und wer die Bibel liebt, der weiß ganz genau, dass er sie zu wenig kennt und zu wenig liebt. Egal, wo er in seinem Christsein gerade steht. Gott sagt höchstpersönlich zu Josua folgende Worte: Halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat, weiche kein Stück davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest, dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Der Anspruch, der hier gestellt wird, ist sehr, sehr hoch. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Die Liebe zur Bibel bedeutet nicht nur, sie regelmäßig zu lesen, das zu tun, was in ihr steht, sie zu studieren, sie auswendig zu lernen, sondern beständig das ganze Leben lang darin zuzunehmen, mehr zu wollen, Sehnsucht nach mehr zu haben, sich weiterzuentwickeln, eine Dynamik beizubehalten. Das ist mir heute in allen Punkten eigentlich wichtig, dass hier eine Dynamik bleibt, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir nicht sagen, das reicht mir jetzt, sondern dass wir nach vorne gehen, dass du, Dominik, nach vorne gehst. Eine Dynamik aufrechtzuerhalten, Gottes Wort von Tag zu Tag mehr zu lieben. Und das wird ein lebenslanger Kampf, wie man das hier sieht, ja, hoher Anspruch, denke Tag und Nacht darüber nach. Das hat Gott uns extra so gegeben, damit wir nie das Ziel erreichen. Genauso wie im Gebet. Ja, da gibt es nicht irgendwann mal, wo einer sagt, ach, ich kenne jetzt Gottes Wort genug, das reicht jetzt für mich. Ach, ich bete jetzt genug, das reicht jetzt. Deswegen setzt er uns diese Maßstäbe und diese Maßstäbe bedeuten Vollkommenheit.
und danach sollen wir uns ausstrecken. Und dann heißt es hier, Dominik, wirst du viel Frucht bringen und dir wird alles gelingen, was du tust. Übrigens gleichlautend mit Psalm 1, ja, sehen wir, was für einen Fokus die Bibel auf sich selbst legt. Ja? Ihr wisst, Psalm 119, der längste Psalm, worum geht es da? Nur ein einziger Lobpreis auf das Wort Gottes, das längste Kapitel der Bibel. Hier Psalm 1, womit beginnt Psalm 1? Mit einem sogenannten antithetischen Parallelismus. Ja? Zuerst die These und dann die Antithese. Das Interessante ist aber, dass die These heißt, glücklich zu preisen, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Das würden wir natürlich erwarten, sondern der ganz fromm ist und der nett redet und sich gut benimmt. Das wäre nämlich die genaue These auf der anderen Seite. Aber hier heißt es, glücklich zu preisen ist, wer Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der an Wasserbächen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht, was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Das wünsche ich dir, Domi, dass dir alles gelingt, was du unternimmst und dass dein Leben reiche Frucht trägt. Aber hier ist klar eine Voraussetzung, dass du Lust hast am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkst Tag und Nacht. Also die Voraussetzung ist eine starke und wachsende Liebe zu Gottes Wort. Das zweite, genauso grundlegend, baue beständig dein Gebetsleben aus. Auch das sollte selbstverständlich sein, ist aber bei den meisten Christen und den meisten Gemeinden der umkämpfteste Bereich überhaupt. Ich kenne viele Christen, die es schaffen, die Bibel zu lesen, auch regelmäßig, aber sehr viele Probleme mit dem Gebetsleben haben. Die Bibel lesen kann man auch stumpf. Die Bibel lesen kann man auch, wenn man nicht wiedergeboren ist. Aber ein echtes Gebet, lebendiges Gebet, haben nur Leute, die wirklich Gott kennen und wirklich Gott lieben. Und mir ist es, wie gesagt, so wichtig, hier eine Dynamik zu betonen. Christliches Leben ist nie statisch, sondern entwickelt sich immer weiter. Das heißt, das Gebetsleben eines Christen sollte sich ständig, beständig weiterentwickeln. In den Sprüchen heißt es, 4 Vers 18, der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, da ist Glanz da, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Also da ist ein Glanz da, der sich aber weiterentwickelt und immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Kein statisches Christsein, ein dynamisches, sich entwickelndes, und das betrifft auch unbedingt das Gebetsleben. Dein Gebetsleben, Domi, sollte nicht folgendermaßen aussehen. Ich bete jeden Morgen 20 Minuten meine Gebetsliste durch und das in den letzten 20 Jahren und das reicht. Unser Gebetsleben muss dynamisch bleiben. Ausdehnung des Gebets, Sehnsucht nach mehr Gebet, wirkungsvolleres Gebet. Da muss es vorwärts gehen. Unser Gebetsleben entspricht unserer Beziehung zu Jesus. Hast du kein Gebetsleben, hast du keine Beziehung zu Jesus. Lass dich das gesagt sein. Ja? Das Gebet ist das Atmen des Geistes. So wie der Körper, wenn er atmet, lebt und wenn er nicht atmet, tot ist, so ist der Geist, wenn er betet, lebt er und wenn er nicht betet, ist er tot. Da ist geistlicher, toter Zustand da. Also, hast du kein Gebetsleben, hast du keine Beziehung zu Jesus. Hast du ein schwaches Gebetsleben, kann ich dir sagen, hast du eine schwache Beziehung zu Jesus. Und hast du ein starkes Gebetsleben, dann kannst du davon ausgehen, da gibt es sicherlich ein paar Kriterien mehr, aber dann kannst du davon ausgehen, dass deine Beziehung auch aufblüht und dass du eine starke Beziehung zu Jesus hast. Und auch hier die Herausforderung der Schrift an uns, vollkommen. Vollkommenheit, ja. Paulus sagt, betet ohne Unterlass, hört nicht auf zu beten, lasst euch durch nichts vom Gebet abhalten, betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Gott möchte, dass unser ganzer Tag vom Gebet erfüllt ist, dass die Verbindung dauerhaft ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott uns das erst schenken kann, wenn wir erst die Stille vor Gott haben.
Wenn wir uns alleine zurückziehen in die Kammer, wie Jesus es sagt, und dieses Gebet pflegen. Ich begegne immer wieder Christen, die mir sagen, ach, diese besondere Zeit mit Gott am Morgen oder so, wo ich alleine bin mit Gott, das brauche ich nicht. Mein ganzer Tag ist erfüllt mit Gebet. Das glaube ich nicht. Erstens, wenn die Propheten, die Apostel und Jesus selbst es nötig hatten, so zu beten, dann hast du es auch. Und zweitens, wer es nicht schafft, sich zurückzuziehen und alleine sich voll auf Gott zu konzentrieren, der schafft es nicht im wuseligen, lauten Alltag. Ich liebe folgende Geschichte über Jesus und hier siehst du, dass Jesus es gebraucht hat, dieses Gebet. Jesus heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus heilt Kranke, treibt Dämonen aus, die ganze Stadt braucht ihn, die ganze Stadt sucht ihn, Petrus rennt zu ihm hin, macht ihm Vorwürfe, Jesus, wo bist du, die ganze Stadt braucht dich. Jesus wusste das sehr wohl, ja, dass die ganze Stadt ihn braucht, aber ihm war in diesem Zeitpunkt dort am Morgen die Gemeinschaft mit seinem Vater das Wichtigste. Priorität Nummer eins, Maria hat den besseren Teil erwählt. Das wünsche ich dir, Domi, dass du dich vom Nichts, dass du dich durch nichts vom Gebet ablenken lässt. Weil du auch erst dort die Kraft erhalten wirst, anderen Menschen zu helfen. Das wusste Jesus nämlich auch. Erst im Gebetsleben bekommst du die Power, die du brauchst, um dann den Kranken und Leidenden zu helfen. Ein christlicher Leiter ist nur so stark wie sein Gebetsleben. Und ich wünsche dir, Domi, dass du dein Gebetsleben beständig ausbaust. Sag nie, es ist genug, sag nie, ich habe mein Ziel erreicht, sondern strebe immer auch in deinem Gebetsleben nach mehr. Das war Punkt 2. Und Punkt 3 ist, bleibe bei Rückschlägen und Konflikten standhaft. Bleibe bei Rückschlägen und Konflikten standhaft. Wir leben heute in einer Zeit von ganz großer Unverbindlichkeit, Untreue, in einer Zeit von Konfliktscheue, von Leidensscheue. Ja, mir gefällt das eine Studium nicht, ich breche es ab und mache das nächste. Mir gefällt der eine Job nicht, mir gefällt mein Ehepartner, mein Freund nicht mehr, ich liebe ihn nicht mehr, ich verlasse ihn, ich gehe irgendwo anders hin. Wenn ich einen Konflikt habe, bin ich beleidigt und ziehe mich zurück, gehe der Person aus dem Weg und vieles, vieles mehr. Und dieses Denken schleicht sich in die Gemeinde sehr stark ein. Wenn mir mein Dienst keinen Spaß mehr macht, dann suche ich mir einen anderen. Wenn mir meine Gemeinde nichts mehr bringt oder wenn sich Konflikte in der Gemeinde ergeben, dann gehe ich weg und suche mir eine andere Gemeinde. Gut, dass Jesus und die vielen anderen Vorbilder in der Schrift nicht so gehandelt haben. Wir sehen an Mose und den Propheten, an Paulus und den Aposteln und an Jesus selbst, dass sie sich dadurch ausgezeichnet haben, ihren Weg treu zu gehen, auch wenn sie riesige Lasten trugen und große Schwierigkeiten und große Konflikte hatten. Sie haben Gottes Volk nicht verlassen, obwohl sie vom Volk selbst enttäuscht wurden, verleumdet wurden, misshandelt wurden und manche sogar getötet wurden. Sie blieben trotzdem dem Volk Gottes, der Gemeinde, treu. Beständigkeit und Treue sind wichtige Werte des Evangeliums und das wünsche ich dir, wenn du in Schwierigkeiten, in Konflikte gerätst, wenn du Rückschläge hast. Nicht aufzugeben, dran zu bleiben, auch wenn es wirklich, wirklich schwierig wird. Ich wünsche dir auch, dass du deine Linie treu weiterverfolgst, auch wenn viele Menschen aufstehen und sagen, das gefällt mir aber gar nicht und anfangen, dich zu kritisieren. Wir haben vor kurzem gemeinsam auf einer Konferenz von einem Prediger folgenden Satz gehört: Wer es jedem recht machen will, sollte Eiscreme verkaufen und keine Gemeinde leiten. Ja, und das hat sehr, sehr viel Wahrheit. Ja, wenn du zum Eisverkäufer gehst,
fragt der eine nach Schoki und dann kriegt er Schoki. Erdbeer, kriegst du Erdbeer. Ja? Wenn so ein christlicher Leiter handelt, dann haben wir eine ganz, ganz große Katastrophe. Der christliche Leiter tut zuerst das, was Gott möchte. Er schaut erstmal, was sagt Gott? Was möchte Gott von mir? Dann schaut er, was braucht die Gemeinde als Ganzes? Was dient der Gemeinde? Was übrigens das Gleiche ist, was Gott will und was die Gemeinde braucht. Und dann guckt er, was braucht die Einzelperson wirklich und nicht, was will die Einzelperson? Der Unterschied zwischen was braucht die Einzelperson und was will die Einzelperson ist manchmal sehr, sehr groß. Und dann zieht der Leiter das konsequent durch, statt es jedem recht machen zu wollen. Und Domi, das wird ganz, ganz häufig nicht einfach sein, weil wir Menschen ja so sind, dass wir immer gemocht werden wollen, dass wir keine Konflikte haben wollen, dass alles schön kuschelweich bleiben soll und wir mit jedem eine gute Beziehung haben wollen. Aber das wird als Leiter in einer christlichen Gemeinde nicht immer funktionieren. Konflikte und Schwierigkeiten, Rückschläge werden unvermeidbar sein und ich wünsche dir, dass du dabei bleibst, dass du treu bleibst, dass du weiter deinen Weg gehst. Ein schöner Vers zu diesem Thema: Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Das wünsche ich dir, Domi, in den Herausforderungen und Konflikten, die sicher auf dich zukommen werden. Das war das dritte und der vierte Punkt. Kommt das Wasser her? Danke. Wachse beständig in der Demut. Ich hätte natürlich hier alles Mögliche auch nehmen können. Sanftmut und Freundlichkeit und all diese Dinge brauchst du auch. Aber ich glaube, Demut hat dann nochmal irgendwie so einen ganz speziellen Stellenwert und ist mir ganz besonders wichtig. Wir lesen dreimal in der Bibel gleichlautenden Vers, wird zweimal im Neuen Testament zitiert. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Domi, wenn du einen ganz, ganz mächtigen Feind haben willst, dann sei hochmütig und stolz. Weil Gott ist der Feind der Hochmütigen, Gott ist der Feind der Stolzen. Stolz ist eine sehr schwer zu fassende und zu überwindende Sünde. In der Theorie wissen wir alle, dass wir Jesus alles zu verdanken haben. Ja, Jesus hat uns geschaffen und diese Welt geschaffen. Jesus hat uns alles gegeben, Gaben und Familie und alles, was wir haben, kommt von Jesus. Das wissen wir, ja. Wir wissen auch, dass wir ohne Gott niemanden zum Glauben führen können und dass wir niemandes Leben verändern können, dass wir geistlich nichts bewirken können. Ja, Jesus, Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das wissen wir. Das ist die Theorie. In der Praxis ist es aber meistens so, wenn nicht immer, dass mit dem kleinsten Erfolg sofort der Stolz kommt. Wenn wir nur den kleinsten Erfolg einfahren, kommt so eine leise Stimme, die uns dann sagt: Wow, du bist aber toll, du bist aber viel klüger als die anderen und frömmer und das kannst du ja besser. Guck mal, die anderen kriegen das nicht so gut hin wie du. Und Domi, ich wünsche dir, dass du dieser verlogenen Stimme, das ist eine Stimme der Lüge, dass du ihr nicht glaubst. Ich wünsche dir, dass du ein wachsendes Bewusstsein dafür entwickelst, es wirklich verinnerlichst, das müssen wir uns so häufig selber auch predigen, dass du Gott alles zu verdanken hast, dass du nichts wärst ohne Gott und dass du nichts hättest ohne Gott, ohne seine Gnade. Und ich wünsche dir, dass du Gott immer, Jesus immer, die volle Ehre gibst für jeden kleinen Erfolg, den du hast. Für alles, was du irgendwie kannst, für alles, was du irgendwie hast, gib Jesus die volle Ehre dafür, 100%. Nicht 99,9, sondern die vollen 100% Ehre gehören Gott. Gott widersteht den Hochmütigen. Gott ist der Feind der Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich kann dir ein Gebet ans Herz legen. Bei den nächsten drei Punkten, die danach nochmal kommen, habe ich auch ein Gebet. Und das sind Gebete, die mich begleiten in den letzten Monaten, manche schon in den letzten Jahren, die ich meistens jeden Tag bete. Und das ist ein solches Gebet. Vater, lass bitte meine Demut schneller wachsen als mein Erfolg. Deine Demut muss allem schneller gewachsen sein als die Erfolge, die Gott dir schenkt. Lass meine Demut schneller wachsen als den Erfolg. Das war Punkt 4. Punkt 5 ist, strebe nach einem Christus-ähnlichen Charakter. Strebe nach einem Christus-ähnlichen Charakter.
Das Endziel von allem, was Gott an dir tut und tun wird, ist es, den Charakter von Jesus Christus in dir hervorzubringen. Ihm liegt tausendmal mehr daran, das Werk in dir zu tun, als Dinge durch dich zu tun. Alle Dinge, die wir tun, könnte Gott viel besser tun ohne uns. Aber ihm liegt ganz, ganz viel daran, unser Herz zu verändern, unser Herz ihm zuzuneigen. Römer 8, 28 und 29. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Alle Dinge dienen denen, heute ein besonders trockener Mund, liegt bestimmt an der Hitze oder an Aufregung, bestimmt mehr an Aufregung. Alle Dinge dienen denen, die Gott wirklich lieben, zum Besten. Aber dieses Beste wird hier direkt beschrieben. Was ist denn das Beste? Das Beste ist, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gott liegt herzlich wenig daran, dir und uns allen die nächsten 50, 60 Jahre oder wie viel du noch lebst, besonders angenehm zu gestalten. Das ist nicht Gottes Ziel mit deinem Leben. Das ist häufig unser Ziel. Wir wollen ein angenehmes Leben. Wir wollen ein entspanntes Leben. Gottes Ziel mit unserem Leben ist die Gleichheit mit Jesus und ihr wisst, dass Jesus kein einfaches Leben hatte. Warum möchte er, dass wir Jesus ähnlich werden? Weil das die Sache ist, die uns, die dich in Zeit und Ewigkeit, die für dich am wertvollsten ist und auch am wertvollsten für dein gesamtes Umfeld. Wenn wir einen Christus ähnlichen Charakter entwickeln, ist das das Schönste für uns und für unser Umfeld in Zeit und in Ewigkeit. Deswegen ist das sein größtes Ziel. Ich habe folgende kurze Geschichte von Robert Cheney vor ein paar Monaten schon mal hier erzählt. Aber sie ist so schön und so mächtig, darum will ich sie heute nochmal erzählen. Sie begleitet mich schon über eine lange, lange Zeit und veranschaulicht, finde ich, sehr gut, was es bedeutet, einen Christus-ähnlichen Charakter zu haben und welche Auswirkungen das haben kann auf unser Umfeld. Robert Murray M. Cheney war ein junger schottischer Pastor, der im Jahr 1843 im Alter von 29 Jahren starb, ungefähr in deinem Alter. Also lieber ein kurzes und erfülltes Leben als ein langes. Ungefähr dein Alter, Domi. Seine letzte Predigt hielt er über Jesaja 60, Vers 1. Dort heißt es: Steh auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Er ging nach Hause, legte sich nach dieser Predigt mit Fieber ins Bett und starb eine Woche später. Nach seinem Tod wurde in seinem Schlafzimmer ein Brief gefunden, in dem Folgendes zu lesen war. Ich hoffe, Sie werden verzeihen, dass ein Fremder ein paar Zeilen an Sie richtet. Ich habe Sie am vorigen Sonntag predigen hören und Ihre Predigt hat mich zu Christus gebracht. Es war nicht etwas, das Sie gesagt hätten, sondern vielmehr, was Sie waren, als Sie predigten. Denn ich habe an ihnen eine durch Heiligkeit gewirkte Schönheit gesehen, wie ich sie noch niemals zuvor gesehen hatte. Sie sprachen davon, dass die Herrlichkeit Gottes auf dem Retter ruht und ich sah die Herrlichkeit des Retters auf ihnen ruhen. Das hat mich zu Christus geführt. Das wünsche ich dir von Herzen, Domi, dass die Menschen, die dich anschauen, eine durch Heiligkeit gewirkte Schönheit sehen, die sie sonst nicht kennen. Ich wünsche dir, dass die Leute dich anschauen und die Herrlichkeit des Retters ruht auf dir und sie sehen das. Dass die Menschen diese Herrlichkeit wahrnehmen können. Das ist mein Wunsch auch für mich, dass irgendwann Leute wirklich Christus in mir sehen. Robert M. Cheney hat einmal Pastoren Folgendes mitgegeben: Was eure Leute am meisten von euch brauchen, ist eure persönliche Heiligkeit. Was eure Leute am meisten von euch brauchen, ist eure persönliche Heiligkeit. Und ich denke, das stimmt. Das ist absolut das Wichtigste, was ein Leiter benötigt. Einen liebenden, Christus-ähnlichen Charakter.
Ein christlicher Leiter leitet mehr durch seinen Charakter als durch seine Fähigkeiten, viel, viel mehr. Im pastoralen Dienst ist der Charakter bei weitem wichtiger als die Fähigkeiten, als die Gaben. Und hier an der Stelle möchte ich dir auch zwei Gebete mitgeben, die ich in den letzten Monaten oder schon länger bete. Heiliger Vater, bitte mache mich deinem Sohn gleich, erfülle und beherrsche mich von Tag zu Tag mehr durch deinen Heiligen Geist. Und inspiriert von dieser Geschichte, Heiliger Vater, schenke mir eine durch deine Heiligkeit gewirkte Schönheit, die andere Menschen nicht übersehen können. Das bete ich jeden Tag und vielleicht kannst du es auch oder irgendwas Ähnliches zu deinem Gebet machen. Das war der fünfte Punkt und der sechste ist eine beständig wachsende Liebe zu Jesus. Das, was dich am stärksten in das Ebenbild von Jesus verändern wird, ist eine echte und beständig wachsende Liebe zu Jesus. Manchmal schwierig, die Frage zu beantworten, liebst du Jesus? Ja, liebst du Jesus? Das wünsche ich dir, dass du von Herzen sagen kannst, ja, ich liebe Jesus von ganzem Herzen und ich tue es jeden Tag mehr. Die Grundlage für diese Liebe ist die Verinnerlichung des Evangeliums. Da gibt es keinen anderen Weg, da gibt es keinen Shortcut, keine Abkürzung. Du musst das Evangelium verinnerlichen, das muss einsacken, du musst es sehen, du musst es schmecken, du musst es fühlen, du musst mit dem Evangelium umgehen den ganzen Tag, da sind die Punkte vorher ganz wichtig. Und was ist die Kernaussage des Evangeliums? Die ist ganz einfach, Jesus liebt dich. Ganz einfach, Jesus liebt dich. Das muss deinen Dienst prägen, das muss deinen Dienst komplett durchtränken, dass du dich von Jesus geliebt fühlst. Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, das ist das Fundament deines Dienstes. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Nicht das große Ding ist, dass du Jesus liebst. Das ist die Spiegelung dessen, dass Jesus zuallererst dich geliebt hat. Und das musst du verinnerlichen, das musst du aufsaugen dein Leben lang. Das Fundament deines Dienstes muss es sein, dass Gott dich geliebt hat und seinen Sohn für dich gegeben hat, obwohl du es in keinster Weise verdient hast. Nichts ist an dir, was es verdient hat, dass Jesus für dich gestorben ist. Er hat es aus purer Liebe und Gnade getan. Ich finde es schön, wie Timothy Keller das Evangelium zusammenfasst in diesem einen Satz. Ich in mir selbst bin sündiger, als ich es jemals erfassen könnte, als ich es jemals zugeben würde. Aber in Christus bin ich geliebter und angenommener, als ich es mir jemals erträumen könnte. Und diese Sache muss sacken in dein Herz. Und übrigens, das ist auch die Quelle von Demut. Wer das begriffen hat, ich in mir selbst, getrennt von Jesus, bin sündiger, bin bösartiger, als ich es mir jemals vorstellen könnte. Aber in Christus bin ich geliebter, bin ich angenommener, als ich es mir jemals erträumen könnte. Wenn du dieses Evangelium immer tiefer verstehst und verinnerlichst, wird die Liebe zu Jesus auch jeden Tag wachsen. Zwei mögliche Gebete auch dafür. Lieber Herr Jesus, bitte lass mir das in Mark und Bein, in Leib und Seele übergehen. Erfülle mich mit dieser Wahrheit. Tränke mich dort rein, dass du mich unendlich liebst und nur das Beste für mich suchst und es auch täglich ausführst. Lieber Jesus, schenke mir, dass ich dich so sehr lieb habe, wie es einem Menschen nur möglich ist. Ich habe eine Zeit lang gebetet, Herr Jesus, schenke mir, dass ich dich mehr liebe, als dich jemals ein Mensch auf dieser Welt geliebt hat. Das habe ich ganz, ganz häufig gebetet. Und ich glaube, Jesus liebt das auch, wenn wir solche Gebete sprechen. Aber wenn dir das ein bisschen zu viel ist, dann kannst du diese Vision nehmen. Schenke mir, dass ich dich so sehr lieb habe, wie es einem Menschen nur möglich ist. Und der letzte Punkt, das wünsche ich dir, Domi, ist eine beständig wachsende Liebe zu der unvollkommenen Gemeinde Jesu. Eine beständig wachsende Liebe zu der unvollkommenen Gemeinde Jesu. Mit der Liebe zu Jesus wird auch deine Liebe zu seiner Braut, der Gemeinde, wachsen. Diese beiden Dinge gehören untrennbar zusammen. Wenn mir irgendeiner erzählt, ich liebe Jesus und ich habe eine tolle Beziehung zu Jesus,
aber er ist in keiner Gemeinde, er bringt sich da nicht ein, er liebt nicht die Kirche, er liebt nicht seine Geschwister, dann sagt Johannes, ist er ein Lügner. Ja? Wer Jesus liebt, liebt seine Braut. Wer für Jesus alles gibt, gibt für seine Braut alles. Das Problem, das wir meistens dabei haben, ist, dass jeder von uns so ein Idealbild der Gemeinde hat. Und wir träumen von diesem Idealbild der Gemeinde und wir wünschen uns dieses Idealbild, aber wir lieben die reale, die tatsächliche, die unvollkommene Gemeinde zu wenig. Denn sie entspricht ja nicht unserem Idealbild. Jesus liebt die Gemeinde so, wie sie ist. Und durch die Liebe zur Gemeinde macht er die Gemeinde schön. Das sind die Worte, die ich auch zu Sammy und zu Evi letzten Samstag gesagt habe. Ein wunderschöner Text. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Ihr seht, zuerst ist die Liebe da. Zuerst liebt Jesus die Gemeinde. Aus dieser Liebe zu dieser unvollkommenen, noch hässlichen Gemeinde gibt er sich vollkommen für die Gemeinde hin, bis zum Tod. Und dadurch, dass er sie liebt, dass er sich vollkommen hingibt für seine Gemeinde, macht er sie erst schön. Er sieht nicht die Schönheit der Gemeinde und deswegen opfert er sich, sondern er macht die Gemeinde schön durch seine Liebe. Und das wünsche ich dir, Domi, liebe die Menschen so, wie sie sind. Liebe nicht dein Idealbild, dein Traum von Gemeinde, so müssten doch die Leute sein und dann sind sie ja leicht zu lieben, sondern liebe die Leute, liebe die Menschen so, wie sie sind. Liebe sie auch nicht erst, wenn sie Gottes Maßstäben entsprechen, sondern durch deine Liebe und durch deine Hingabe an die Gemeinde wirst du die Leute schöner machen, wirst du die Leute zu Jesus ziehen und er wird sie schöner machen. Und das wünsche ich dir. Das ist der letzte Wunsch und das letzte Gebet. Lieber Vater, schenke bitte, dass ich nicht von einem Idealbild von Gemeinde träume, sondern dass ich heute deine unvollkommene Gemeinde liebe und mich für sie hingebe. Das ist mein Gebet für dich. Gott segne dich dabei. Amen.